Ja, hallo und herzlich willkommen bei SwagTap. Heute geht es mal wieder um eine aktuelle News, wobei Gerücht trifft es wieder mal besser. Dieses Gerücht, dass das neue iPhone, also ich nenne es jetzt bewusst neues iPhone und nicht iPhone 5, da ich mir noch nicht sicher bin, ob Apple es wirklich iPhone 5 nennen wird oder analog zum iPad einfach das neue iPhone. Also wie gesagt, es gibt ja dieses Gerücht, dass das neue iPhone zu 21. September schon verfügbar sein soll. Und dieses Gerücht erhält jetzt heute nochmal Nahrung, und zwar durch die Tatsache, dass Verizon, also einer der größten amerikanischen Mobilfunkbetreiber, eine Urlaubssperre für sein Personal verhängt hat, und zwar zwischen dem 21. und dem 30. September. Und das war eigentlich immer, also auch die letzten Jahre, ein Indiz dafür, dass bald ein neues iPhone kommt, beziehungsweise dass in diesem Zeitraum ein neues iPhone erscheint. Also das kennt man ja von AT&T zum Beispiel, einem anderen großen amerikanischen Mobilfunkbetreiber. Also dieses Gerücht, dass das iPhone 5 oder das neue iPhone schon zum 21. September erscheinen soll, erhält heute nochmal Nahrung. Darunter berichtet man dann nur wieder darüber, dass Apple eigentlich seit der Einführung des iPhone 4 immer 9 bis 12 Tage nach der Vorstellung vergehen lassen hat und dann das iPhone auch direkt zum Verkauf stand. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass es dieses Jahr wieder genauso aussieht. Unten listet man dann nochmal diesen Release-Plan auf, also ich nenne es jetzt mal so für dieses Jahr, sprich Vorstellung am Mittwoch, dem 12. September. An diesem Tag sollen dann auch schon ähnlich wie bei der Vorstellung des neuen iPads diesen Jahres Vorbestellungen angenommen werden, also auch schon am 12. September, und dann als Launch Date der Freitag, der 21. September. Ich bin gespannt auf das neue iPhone, freue mich da echt schon drauf. Ich denke auch, dass es am 12. September vorgestellt wird. Bin noch etwas skeptisch, ob es wirklich dann schon ab 21. September auch in Deutschland verfügbar ist. Vielleicht wieder mal nur in Amerika, aber ja, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf dieses Gerät und freue mich dann schon, das zu testen, und hoffe, Apple verbaut nun endlich ein größeres Display. Es spricht ja alles dafür, aber wenn wir ehrlich sind, das tat es letztes Jahr auch schon, und was haben wir dann bekommen? Ein iPhone 4S. Naja. Also, so viel zu dieser kurzen News. Ich wollte es euch nur mal gesagt haben. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage wie immer ciao. Bis zum nächsten Mal.